Boah, ey, nee, das ist... Oh, der Wahnsinn. Da waren unsere 3000 Ziele. Drei. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder 740 Seelen. Ja, natürlich. Ach komm, hier. Machen wir hier nicht. Ganz ehrlich. Euch mag keiner. Ihr seid nur gewürmte Tiere. Das eh seinen kompletten Nutzen für die Menschheit verloren hat. Ungefähr so geht es ja auch mir, weil ich ja eigentlich genauso aussehe wie die. Aber das ist ja vollkommen Quatsch. Übrigens, auch wenn wir uns jetzt hier hoch trainieren würden, wer würde das, glaube ich, nicht so. Übrigens dafür entschlossen zu kämpfen. Okay, gut. Das wären die. Hast du gesagt vom Schlucken? Nom. So, hier rein. Hat er uns gesehen? Hat er nicht. So. So. Es ist, wie gesagt, den Anfang, das kenne ich noch alles so ein bisschen. Und dementsprechend werden wir jetzt ganz kurz mal auf den warten hier. Dass er uns so ein bisschen vor die Welt läuft. Oh, ja. Komm mal ran. Ich tue dir ja nichts. Fuck you! Heute will aber auch gar nichts klappen. Nee. No! Oh, schön, dass du mitkommst. Handbombe, yay. So viel, wie wir da verschwendet haben bei dem Kampf eben, so war das schon mal ganz gut, dass wir die jetzt wieder gefunden haben. Ah, ich weiß nicht, ob ich den da unbedingt töten muss, oder... Leute, das ist alles nicht mehr so leicht wie früher mal, als ich noch jung war, ne? Es ging damals aber auch viel besser. Oder? Hallo? Warte mal, kriegen wir dich? Haben wir zwar uns, aber oh, wir haben hier einen Special Kill gemacht, ne? Hat uns nochmal ein paar Seelen extra gegeben. Ich bin schon wieder mal out of Flakon. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Gehen wir hoch, wir gehen kurz hoch. Die Seelen können wir auch noch mitsammeln. Scheiß. Ne, über den Kopf wegziehen. Oh, was hast du für die Meister? Müllzulandus. Oh, lecker, lecker. Ja, das sind die bedeutend und wichtig. Genau wie euer Leben. Nein. Du. So. Langschwert. Das klingt interessant. Sich noch erledigen. So, Bosszeit. Mit zwei Flakons. Hey, Mensch. Ne, ist ja schon mal ein bisschen mehr, als was wir vorhin hatten. Und der Weg, habt ihr ja gesehen, den habe ich jetzt natürlich blick drauf. Ne? Ich habe natürlich die ganze Zeit mit Augen zugemacht. Ist ja immer logisch, dass ich jetzt mal die Augen aufmache. Ja. Leider hochklettern, leider runterklettern. Ihr kennt das ja. Als nächstes, aber diesmal ein bisschen schnell. Ja, und vielleicht nicht in den Arsch schießen lassen. Double Kill! So, runterklettern. Übrigens, diese Nachricht da oben ist echt beschissen platziert. Also richtig beschissen. Naja, gut. So, auf zum zweiten Versuch.
getriggert. Jetzt ist er. Nee. Jetzt. Okay. Renn, 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 renn. Wir müssen hoch da. Wir müssen hoch da. Oh Gott, der ist gleich da. Oh Gott, der ist gleich da. Ich hasse es alles. Das hat gut geklappt. Jetzt durch das Bein gleich gut durch. Ja. Ist gut. Nein! Nicht darunter! Nicht darunter! Ganz, ganz böse! Das wäre jetzt echt ein bisschen doll gewesen. Es tut mir echt leid, dass ich gerade so wenig erzähle. Ich glaube, wenn er uns noch einmal trifft, was das ungefähr. Okay, jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Ist das denn wahr? Einmal kommen wir noch hin. Ja. Wir haben jetzt hier schon bei dem stehen. Das ist natürlich alles sehr gut. Wir sparen uns mal da unten. Leute. Gehen einfach mal direkt hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil wir jetzt gar keine Brandbomben mehr haben. Und das ist nicht so ganz so cool, ne? Wir sind selbst. Scheiße. Hi. Oh Gott, Mist. Falter. Finde ich. Eins jetzt. Schon mal erledigt. Plünder. Streiteraxt. Ja, yay. Na?
Kollege. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal direkt. Nee. Ganz so direkt wollen wir denn vielleicht doch noch nicht sterben. Okay. Komm ran. Komm einfach ran. Ganz ehrlich. So. Weg. Hinten springen. Zweimal in den Rücken. Oh, und ich nehme dir auch mal ein bisschen was von deinem Rücken weg hier. Hat sie dir gefallen? Ich hoffe doch. So, ich glaube, wir gucken uns mal ganz kurz die neue Waffe an. Die vielleicht ein bisschen besser ist. Ein Langschwert. 80. Könnte die Streitaxt ersetzen. Vielleicht ist sie ja schneller, präziser, tödlicher. Man weiß es nicht. Wir gucken. Für die Gegner ist er aber immer noch ein bisschen beeindruckend. Aber für den Boss, wer weiß, vielleicht ist ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ab durch den Nebel, Seelen sammeln. Und zurück können wir leider nicht. Das bedeutet, wenn die Seelen. Ja. Oh, ach ja, da war ja was. Oh fuck. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Okay, gut. Fast hätte ich hier oben vergessen. Wie hätte ich, ne? Wie hätte ich das nur tun können? So, eins. So, hätten wir euch beide auch schon mal. Höhlensoldatenhelm ist immer wieder sehr nett von euch. Wisst ihr? Normalerweise wäre hier schon die Option gekommen, runter zu klettern, aber da vielleicht auch nicht. Vielleicht klettern wir euch auch gerade wieder scheiße. Kann durchaus vorbekommen. Oh Gott. So, Räusper, Räusper, Käusper, Käusper. Nächster Versuch. Ich habe es schon mal geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko... Gehe ich das Risiko ein? Komm, wir machen jetzt mal Risiko. Wir locken ihn an. So. Und ihr habt ja gesehen, da ganz hinten kriegt er uns nicht. Obwohl er rennt. Renn um dein Leben, Freundchen. Renn um dein Leben. Problem ist, wenn wir jetzt zu lange warten, glaube ich... Was? So. Ordentlich Damage reingefahren. So, wir rennen einfach mal ein bisschen. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Schön. Und wir springen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich glaube nicht. Selbst wenn wir haben noch ein Essen, das Flux kommt. Oh, das könnten wir schaffen. Oh, das ist nicht schlecht. Jawohl, das schaffen wir. Springen ihn einfach noch einmal auf den Kopf. Ich glaube, nochmal schaffen wir das nicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht ja. Darum darf man jetzt bloß den Stich lassen. Renn, 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 Alter. Keule, renn, 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 renn. Jetzt hoch, 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 hoch. Schnell, 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 schnell. Das schon. Nope. Naja, nicht ganz. Jawohl. Und nochmal rauf. Okay, Problem ist jetzt bloß, dass wir so ein bisschen gleich sterben. Wieder im grünen Bereich. Ja.
Rennen. Ein Treffer können wir, glaube ich, verkraften. Komm schon. Komm schon. Wir dürfen uns bloß hier nicht... Sehr schön. Jawohl! Okay. Machen wir den Rest mit Flammen. Kriegen wir das hin? Oh Gott, sorry, dass ich gerade so unglaublich leise bin. Aber ich möchte den auch gerne echt tot sehen. Gut. Ich glaube, das war's mit ihm. Ist er ungefähr zigtausend Mal auf denselben Trick reingefallen. Es ist geil, Mann! Jawoll! Aua! Ah. Gut. Haben wir das auch geschafft? Sehr schön. Gott! Ich liebe es. Oh, nee. Blutfleck berühren. Na, wie ist er gestorben? Aha. Könnten die das sogar gewesen sein? Nee, da hinten sind wir, glaube ich, nie gestorben. Geschafft! Jawohl! Wenn wir hier verstreckt wären und die Nachricht vielleicht noch gelesen hätten, hätten wir es auch geschafft. Geschafft! Yay! Tolle Aussicht! Yay! Mal gucken, gucken wir uns mal die Aussicht an. Das ist eine tolle Aussicht. Springen wir gleich mal runter. Nein! Wir sind noch guter Dinge. Wir haben den nächsten Boss down, beziehungsweise den ersten richtigen Boss. Hier hinter ist noch was, genau, eine kleine Seele schätze ich. Genau, ein bisschen Seelen. Seelen sind immer sehr schön. Also, ich finde ja Seelen immer. Brauchst Menschlichkeit. Yay, ich brauche immer schön Menschlichkeit. So. Da hinten gehen wir nicht hin. Ganz einfachen Grund, weil ich so sage. So. Ihmchen möchte sich uns anschließen. Gelobt sei die Sonne. Aber er kann ja selbst reden, ne? Freundchen? Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Yeah. Okay. Reden. Oh? Aha. So I didn't scare you. Ja, nö. I have a problem. Dicke Wampe hast du uns nicht erschreckt. Wie hast du dich entschieden? Yeah. Ja, the way I see it, our fates appear to be intertwined in a land brimming with hollows. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Natürlich helfen wir uns, wa? This pleases me greatly. Well then, take this. Dankeschön. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted. Das ist immer ganz nett von euch. Jojo. Guck mir nicht an. The very fabric wavers. And relations shift. Mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Eigentlich wollte ich... Ja, red weiter. Doch, benutzt dies. Ja. Famose Partnerschaften. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Yeah, wir gehen einfach mal ein Stück. Das ist unser neuer Verbündeter. What the fucking. Genau, das wollte ich noch ganz schnell machen. Optionen bitte mal ganz kurz. Musik 1. Ich hoffe. Meine Stimme war nämlich bei den letzten Aufgaben ein bisschen leise, so ein kleines bisschen zu leise, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde,
Und dass ich jetzt total verkacke. So, die Szene hat sich leider auch in mein Unterbewusstsein eingebrannt. Sonst wüsste ich nicht, dass das geht. Das, mein Lieber, war er. Ja. Olle Ihmchen hat keinen Bock auf uns. Hat er uns jetzt glatt mal so zu verstehen gegeben. Ich weiß jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht, ob wir da lang müssen. Aber ich glaube schon. Brauchst Kopf. Brauchst Menschlichkeit. Ach Gott, wie war das? Mist. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich glaube, er speit jetzt nicht noch einmal Feuer. Nur wenn wir zu nah rangehen. Naja, man lebt nur einmal, wa? Wa? Na, Digga, wie geht's dir? Also mir geht's gut. Und dir? Oh Gott. Wir sind aber auch todesmutig heute, wa? Oh Mann. Okay, was sagst du uns denn? Lava. Ja, Lava doch nicht. Lava doch nicht einfach so. So, wir gehen hier runter. Jawohl. Denn hier Leiter ausfahren. Bam, shit Daisy, mein Lieben, shit Daisy. Denn jetzt sind wir wieder hier. Ist das nicht geil? 7000 Seelen. Ich würde sagen, wir setzen uns erstmal gepflegt ans Feuer und ich werde mich für diese Aufnahme dann auch erstmal verabschieden, oder? Ja, doch. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, denn... Ach ne, wir können noch aufsteigen. Oder? Wir steigen auf. Kommt. Den Spaß machen wir uns noch. Vitalität. Das macht unsere TP hoch, ne? Genau, und unsere Abwehr auch. Das ist echt ziemlich gut. Konstitution sollten wir vielleicht auch einmal erhöhen. Unsere... Ausdauer einmal erhöht. So. Das nochmal, das. Haben wir 15, machen wir das so. Ja, das. Wobei, HP ist glaube ich doch ein bisschen wichtiger. Okay, wir machen hier 2 Punkte und hier den Rest. 17. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ja. Gut. Haben wir noch 1500 übrig gelassen. Die können wir... Moment. Für den nächsten brauchen wir 1600 Seelen. Ich glaube, die sammle ich mal ganz schnell, ganz kurz. Weil... Oh, die sammle ich mal kurz. Er stirbt aber fast. Ja, ne, ja, genau. Ist, ne, immer wieder ganz gut. So, das war's schon. Das ging ja schnell, wa? Aber, da unten... auch noch schnell. Ach, scheiße. Ich bin wieder im Sammelfieber. XP, XP, XP. Rollenspielfieber. Yay, yay, yay. Aber, es ging doch auch ganz gut ohne, dass wir aufgelevelt sind, ne? Würde ich mal sagen. Das wird noch jetzt im letzten Punkt. Konzi? Kondi, nicht Konzi. Konzi? Kann man auch sagen? Konstitution? Vitalität? Ja, egal. Kondition. Rein damit. Ja. Denn ich konnte mich übrigens immer noch nicht über die Menschlichkeit und so informieren, aber wir experimentieren mal ganz kurz damit so ein bisschen rum. So. Wir haben ja ein bisschen Menschlichkeit, sieht man da oben, 02, also 2 Menschlichkeit haben wir. Entfachen, nicht als Hülle möglich. Wir machen uns mal, also wir sind jetzt in Hülle und wir... aus die Hülle hüllen wir jetzt quasi. Nee, wir füllen die Hülle. So. Glaube ich. Kann man das sagen. So. Menschlichkeit, menschliche Gestalt wiedererhalten. So, wir gucken uns mal ganz kurz an. Wir sehen sexy aus, oder? Einfach nur geil. Wieder ein bisschen Haut auf. Entfachen. Moment, ganz kurz. So. Entfachen. Entfachen bringt uns Folgendes.
Wir können jetzt 10 Estus Flakons tragen. Geil, ne? Ich habe mich wieder erinnert. Ich bin Held. Hätte uns bei dem Kampf eben auch ziemlich doll geholfen, aber no risk, no fun. ja, gucken wir mal weiter. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie was erhalten? Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Seelen sammeln, um uns ein bisschen Rüstung zu gaunern, aber ach, scheiße. Unser Ländenschutz ist der Beste. Der hat uns so schön geholfen bisher. Gut, ich höre mal auf zu labern. Ich werde uns denn hier mal rauslassen und morgen werden wir diese Leiter wieder erneut erklimmen, um uns ja, der hat es zum Beispiel nicht geschafft. Oder doch? Doch, der hat es geschafft. Der war besser als wir. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, was wir hier gerade haben. Ja, und dann sieht man sich. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.